Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Video von Call of Duty Black Ops 2 auf der PlayStation 3. Wir spielen heute mal Standoff, Grenzstadt von Kirgisistan, suchen und zerstören mit der MSMC und der TAC 45. In diesem ganzen Video soll es nicht darum gehen, um meine Gameplays, sondern ihr werdet im Hintergrund gut erspielte Gameplays von richtigen Menschen sehen, die richtig zocken können. Nur ich bin zufälligerweise in der Lobby und werde auch ein bisschen mitzocken. Ja, bald steht wieder der sogenannte Knasttag an. Knasttag, was bedeutet das eigentlich? Das ist nichts anderes als ein Ding, wo ich mein Leben als PS3-Zocker in einem Video von 240p verewige. Das mache ich aber nicht einfach so, sondern das mache ich, weil ich ja zur Berufsschule muss. Nach irgendwo, das interessiert es nicht. Und wenn man Koch lernt, muss man irgendwann mal zu so einer Schule hin. Und ja, in dieser Zeit kann ich nicht zocken und da mache ich halt eben Knasttage, Knastbowling oder was weiß ich. Oder also wirklich sehr verrückte Dinger. Würdet ihr euch, wenn ich in dieser Berufsschule bin, das ist nächsten Montag, euch Knasttage wünschen? Oder soll ich jeden zweiten Tag ganz normal ein Gameplay hochladen? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, weil die Knasttage haben natürlich nicht so eine berauschende Qualität. Die sind sehr schlecht. Am besten schaut man sich die auf dem Handy an, auf dem PC. Ach, kannst du gerade vergessen. Ja, aber in diesem Gameplay geht es nicht nur um meinen blöden Knast, sondern es geht mir auch um Call of Duty Ghost, was ich gesehen habe. Und ich möchte eine kleine Trailer-Analyse machen. Trailer-Analyse, damit meine ich nichts anderes, als dass die Trailer, Trailer 1, ja, diese Gladiatoren beinhalten haben, also diese Gladiatorenkämpfer, dann plötzlich diese Kaiser da und so weiter. Und dann war einfach so, dass, ja, die Soldaten dann kamen. Also ich fand den ersten Trailer richtig scary, 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 verrückt und nicht so toll. Nun möchte ich zum Teil 2 wechseln, also Teil 2, das ist der zweite Teil des Trailers von Call of Duty Ghost und der hat mich wirklich absolut beeindruckt mit einer hammergeilen Grafik und diesem komischen Hund, der ist mir natürlich ein bisschen ins Gedächtnis geprägt. Der Hund, der hat was und dieser Hund, der ist so richtig niedlich, den würde man doch am liebsten gerne mal knuddeln. Och Mann. Wer jetzt denkt, das Ding ist vorbei, der lügt, weil wir schauen uns nochmal die Embleme an. So, willkommen zu Let's Play Embleme bei eurem YouTube Gamescom. So, heute haben wir Marlon Seidel. Marlon Seidel. Ja, Marlon Seidel, der sagt mir irgendwas. Marlon Seidel, ich glaube, der war mal bei den Hamburger C4 Tiger. Hier haben wir den ersten FC Union. Dann haben wir da Farid Bang Hotma Super Mario 94. Hat den Goliath Nationalbank. Ich hoffe, der will den nicht überfallen hier. Da haben wir den Pedobär. Das ist der Iron Lord Nummer 2. Und den Hertha BSC Fan. String Player. Und wo ist Arthur? Da ist Arthur. Leute, das war's. Ach nee. Komm Leute, gehen wir nochmal in eine Lobby rein und reden gleich nochmal über die PlayStation 4 und vielleicht noch über die Xbox One. So. Und das alles auf der wunderbaren Map Standoff. Ach ja, die PlayStation 4, die hab ich schon gesehen, Leute. Und zwar auf dem YouTube-Kanal PlayStation. Dort konnte man sie sehen, aber leider extrem verpixelt und verschwommen, dass sich eigentlich nicht lohnt, das Ding anzugucken. Ist einfach nur ein schwarzes Objekt. Bei der Xbox, bei der Microsoft Xbox One hat man sie sofort gesehen. Man weiß, wie sie aussieht. Ein solider Kasten. Findet das Ding ganz ehrlich gesagt richtig nice. Schöne Aufmachung und ganz, ganz nett, muss ich sagen. So, bin ich jetzt der Bombenträger? Eine ganz schwere Last, Leute. Eine ganz, ganz schwere Last bei meinem sehr schwachen Internet zurzeit. Ich weiß ja nicht, was los ist mit meinem Internet. Ich renne jetzt einfach hier mal und hoffe, dass kein Gegner kommt. So, ja. PS3-Controller habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen. Ich finde den richtig geil gemacht, muss ich sagen. PS4-Controller, muss ich sagen. Sorry. Kleiner Versprecher. PS4-Controller hat ja diese Touchfläche. Und diese Touchfläche finde ich ganz schön nice. Und jetzt wurde ich von Farid Bang Hotma abgeknallt. Ist der Barber? Ja, wenn du das meinst, dann bist du der Barber. Hier haben wir einen Sniper-Schützen. Das ist der Iron Lord Nummer 2. Aber zu dem möchten wir gar nicht. Wir wollen zum Strong Player. Oh ne, gehen wir zu Iron Lord Nummer 2. Der hat nämlich die
DSR-50 müsste das sein, die angepasste Version mit Diamantenaufsatz. Und das ist eine richtig schöne Waffe, finde ich. Und mit der Waffe kann er jetzt ein paar Kills machen, wenn er gut ist, wenn er jetzt richtig gut ist. Und hat natürlich den Sieg erzielt, 1:0. Und ich sage einfach ciao. Wir verabschieden uns und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Bleibt mir treu. Das wäre cool. Und Mann, das ist schön. Richtig in den Arsch. So macht man Farid Bang weg. Boom. Farid Bang. Bang.